Здравствуйте. Guten Tag, ich heiße Stalik Kankishiev und ich bringe Ihnen bei, wie man mit Brattopf, Mangal oder über offenem Feuer zubereitet. Heute möchte ich Ihnen zeigen, dass es Schaschlik durchaus nicht nur aus Lamm- oder Hammelfleisch gibt. Ein vorzügliches, einfach köstliches Schaschlik kann man auch aus Rindfleisch zubereiten. Ich werde versuchen, Ihnen alles zu erzählen, was ich dazu weiß. Kommen Sie mit mir. Gehen wir ans Mangal. Schaschlik aus Rindfleisch. Sie benötigen Rindfleisch, Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Gewürze. Und beginnen werden wir, so seltsam es auch sein mag, nicht etwa mit dem Fleisch, sondern wir beginnen mit den Zwiebeln. Genauer gesagt, mit den Zwiebeln und dem Fleischwolf. Wissen Sie, wozu ich den Fleischwolf benötige? Um Zwiebelsaft zu erhalten. Viele legen Schaschlik in Essig, Kefir oder Wein ein. Jeder wie er mag. Manche verwenden zum Marinieren Tomaten. Viele nehmen Zwiebeln her. Nun sagen Sie mir bitte, wenn man nun das Fleisch mit solchen großen Stücken Zwiebeln umgibt, wird das dem Fleisch irgendwie nutzen? Nein, natürlich nicht. Aber wenn man die Zwiebeln klein schneidet, dann kann man das schon als Marinieren bezeichnen. Denn eigentlich ist die marinierende Substanz ja der Zwiebelsaft. Aber wenn das so ist, dann kann man doch einfacher gleich den Zwiebelsaft gewinnen. Und hier kam mir der Fleischwolf sehr entgegen. Besser kann man gar keinen Zwiebelsaft gewinnen. So, das scheint schon alles zu sein. Den Fleischwolf benötigen wir weiter nicht mehr. Die ausgepressten Zwiebelreste drücke ich dann einfach noch einmal mit der Kelle durch das Sieb. Sie werden uns noch von Nutzen sein für Hackfleisch oder für verschiedene Füllungen. Aber der Saft, der wird unser Fleisch marinieren. Warum kann man nicht auch mit diesen ausgepressten Zwiebelresten das Fleisch bestreichen? Die Sache ist die, in der Zwiebel sind nämlich viele Saccharide enthalten. Und diese Kohlenhydrate werden auf dem Mangal ganz einfach anbrennen. Einige sind der Meinung, dass man das beste Schaschlik nur aus absolut frischem Fleisch zubereiten kann. Nein, dem ist nicht so. Tatsache ist vielmehr, dass absolut frisches Fleisch noch auf vieles reagiert, sei es auf die Außentemperatur, sei es auf elektrischen Strom. Deshalb verwenden die Fleischer den Fachbegriff, das Fleisch muss abhängen. Darunter ist zu verstehen, dass der Tierkörper wenigstens einige Tage lang, natürlich unter den entsprechend notwendigen Bedingungen, aufgehängt werden muss, bevor das Fleisch weiterverarbeitet wird. Aber ein wahres Meisterwerk an zartem Fleisch erhält man in der Gastronomie, wo das Fleisch auf spezielle Art und Weise gelagert wird. Dieses Fleisch hier wurde bei einer Temperatur von etwas über 0 Grad ungefähr 40 Tage lang gelagert. Dadurch wurde es so einzigartig weich. Es gibt einfach keinen anderen Weichmacher für Fleisch, der qualitativ besser wäre als die Zeit. Dazu ist es natürlich auch wichtig, den richtigen Teil des Tierkörpers für das Schaschlik auszuwählen. Nicht jedes Fleisch vom Bullen oder von der Kuh eignet sich beispielsweise für Schaschlik oder für Steaks. Am besten eignet sich dafür das Rückenfleisch, der Lendenteil, das Filetstück, der Hals, die Beine. All das ist schon nicht mehr so weich, kein so zartes Fleisch. Zart wird nur das Fleisch sein, wo die Muskeln während des Tierlebens nicht zu sehr beansprucht wurden. Eben der Rücken wurde beim Rind nicht so sehr belastet, wie wenn wir es mit einem Pferd zu tun hätten. Sicherlich sollten wir auch über die Größe der Fleischstücke für Schaschlik sprechen. Es gibt eine russische Redensart. Über ein großes Stück freut sich auch der Mund. Aber Leute, wozu das Fleisch in größere Stücke schneiden, als mit einem Mal in den Mund passen? Schaschlik ist nicht einfach nur gegartes Fleisch. Schaschlik, das ist eine Kombination aus Fleisch, welches innen gegart wurde und außen diese besondere Oberfläche, diese gebräunte, mit Rauch durchräucherte Oberfläche aufweist. Je größer diese Oberfläche und je weniger Fleisch innen ist, desto köstlicher wird das Schaschlik. Glauben Sie mir. Hier die Größe dieses Fleischwürfels. Die ist für Schaschlik vollkommen ausreichend. Das ist die vernünftigste Größe für die Fleischstücke. Zudem muss man schließlich auch bedenken, dass das Schaschlik auch durchgebraten wird. Dass es einerseits durchgebraten wird, aber dabei von außen nicht allzu sehr anbrennt. Wenn die Fleischstücke zu groß sind, muss man das Schaschlik lange grillen. Das Fleisch brennt an und trocknet aus. Kurzum, große Stücke Fleisch machen für Schaschlik überhaupt keinen Sinn. Viele meinen, dass der Geschmack des Schaschliks stark von den Gewürzen abhängt. Ehrlich gesagt, das stimmt so nicht.
Man kann einfach nur mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Schaschlik wird munden. Aber wenn man schon Gefallen an Gewürzen hat, dann lassen Sie uns eine Gewürzmischung ausprobieren, die gut zu Rindfleisch passt. Alles beginnt mit dem Salz. Allzu viel Salz braucht es gar nicht. Schwarzen Pfeffer braucht man lediglich fürs Aroma. Wir fügen ihn schließlich nicht hinzu, um das Schaschlik scharf zu machen. Wir haben hier etwa 2 Kilogramm Fleisch. Vielleicht etwas weniger. Dafür nehme ich 2 Prisen. Koriander, gemahlenen Koriander, davon kann man etwas mehr nehmen. Sagen wir 3 Prisen Koriander oder 2 große Prisen, die reichen aus. An Kräutern verwende ich Kräuter der Provence. Da gibt es Bohnenkraut, da gibt es Salbei, Rosmarin, Thymian und noch einige weitere Kräuter. Mit allen braucht man sich nicht abzugeben. Zu viele verschiedene Kräuter werden beim Grillen ohnehin anbrennen. Für uns ist es wichtig, dass Sie das Fleisch mit Ihrem wohlschmeckenden Aroma gerade jetzt durchtränken, solange es noch in der Marinade liegt. Und hier habe ich eine nicht allzu scharfe Chili-Peperoni-Mischung. Das sind getrocknete, leicht zerkleinerte Chilis und Peperoni. Zu viel sollte man davon auch nicht nehmen. Nur ein ganz klein bisschen. Es geht hier um Aroma, verstehen Sie? Um Feinheiten und Nuancen. Man darf den Eigengeschmack des Fleisches auf keinen Fall erschlagen. Es sollte nur so viel Chili und Peperoni verwendet werden, dass Sie, wie die klugen Damen, verstehen Sie, die Parfüm so gebrauchen, dass es kaum wahrnehmbar ist, während die dummen Weiber, verzeihen Sie in Gottes Namen diese Ausdrucksweise, sich derart einbalsamieren, dass man rückwärts zur Tür wieder rausgeht. Und so würzen sie auch Schaschlik. All diese Gewürze ähneln der Schminke oder dem Parfüm im Gesicht einer Frau, verstehen Sie? Man kann schließlich mit Hilfe von Kosmetika aus einem Aschenbrödel keine Schönheit machen. Ebenso sollten wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Geschmack des Fleisches und nicht dem der Gewürze zuwenden. Es gibt noch ein Gewürz, das viele mögen, jedoch nicht immer richtig von ihm Gebrauch machen, nämlich Knoblauch. Ich nehme hier granulierten Knoblauch. Natürlich habe ich auch frischen Knoblauch. Und natürlich könnte ich hier auch frischen Knoblauch hinzugeben. Aber frischer Knoblauch färbt sich manchmal im Verlauf des Marinierens grün. Das ist nicht schädlich. Davon wird man nicht vergiftet, von diesem frischen, grün verfärbten Knoblauch. Es sieht nur einfach nicht sehr appetitlich aus. Granulierter Knoblauch hingegen wird sich nie grün färben und enthält dennoch das wohlschmeckende Aroma, wenn auch leicht abgedämpft. Jetzt bleibt uns nur noch, unser Fleisch gut durchzumischen und es 30 Minuten, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde lang stehen zu lassen. Die Fleischstücke sind ja nicht groß und das Fleisch hat schon Zimmertemperatur. Wie man mit Kohle arbeitet, habe ich eigentlich schon viele Male erzählt. Aber die Wiederholung ist die Mutter der Studien. Es ist unbedingt notwendig, die Kohle in kleine Stücke zu hauen. Wenn irgendwelche größeren Stücke noch nicht richtig entflammt sind, dann lege ich sie einfach in eine Ecke des Mangals. Dort kann sie ruhig liegen bleiben, bis sie für die nächste Grillpartie benötigt wird. Die Kohle ist fast schon bereit. Man muss sie noch von Asche freifächeln und schauen, sich davon überzeugen, dass sie überall gleichmäßig brennt. Brennt sie nicht gleichmäßig, muss noch einmal geschürt werden. Und dann kann man schon die Fleischspieße auf das Mangal legen. Zu beachten ist hierbei, dass die brennende Kohle das Fleisch gleich von Anfang an richtig erfasst, sodass sich auf dem Fleisch die uns interessierende köstlich aromatische Kruste bildet. Deshalb nehme ich den Fächer zur Hand. Der Fächer dient nicht dazu, um etwa den Rauch wegzufächeln oder Fliegen zu vertreiben, sondern um die Kohle zum Aufglühen zu bringen, sodass sie in einer hellroten Farbe auflodert. Wenn die Kohle diese hellrote Farbe aufweist, bedeutet das, dass sie mehr Hitze abgibt und somit das Fleisch schneller durchgart. Im Allgemeinen wird die Hitze von der Kohle auf das Fleisch auf zweierlei Weise übertragen. Die erste Art ist die Infrarotstrahlung. Sobald die Kohle himbeerfarben oder scharlachrot glüht, bedeutet dies, dass sie sehr heiß ist. Das sind die Infrarotstrahlen, die das Fleisch erhitzen. Die zweite Art von Wärme, das ist die heiße Luft. Die heiße Luft steigt von der Kohle auf, aber sie ist nicht genügend heiß, um das Fleisch durchzugaren. Im Gegenteil. Diese heißen Luftströme trocknen das Fleisch aus, machen es zäh und nicht schmackhaft. Deshalb dient der Fächer im Grunde dazu, die viel zu heiße Luft wegzufächeln und die Infrarotstrahlung zu verstärken.
Heute grille ich Schaschlik aus ziemlich fettem Fleisch. Es enthält genügend Fett. Die Sache ist nämlich die, wäre das Fleisch weniger fett, sondern eher mager, dann hätte man dem Fleisch noch extra Speck beigeben oder das Fleisch beispielsweise mit angesetztem aromatisiertem Pflanzenöl bestreichen müssen. Pflanzenöl, in dem Rosmarin, Knoblauch, Thymian und vielleicht sogar noch ein Zweig Dill oder eine Peperonischote eingelegt wurden, eignet sich besonders gut, um damit das Fleisch sogar noch während des Grillvorgangs zu bestreichen. Einige Tropfen dieses Öls fallen auf die Kohle und es bildet sich jener weiße Rauch, der sich jetzt auch bei mir bildet. Und das Fleisch wird den Geruch des Mangals annehmen. Und da ist noch eine Sache. Bei mir im Kühlschrank fand sich noch ein Büschel Thymian. In dem Zustand, in dem er jetzt ist, sieht er zum Essen nicht mehr sehr appetitlich aus. Aber ihn auf die Kohle zu legen, das ist überhaupt die Idee. Wenn nämlich Thymian verbrennt, gibt er ein sehr angenehmes Aroma ab. Und dieses angenehme Aroma geht dann auch auf das Schaschlik über. Man kann auch andere Kräuter dafür hernehmen. Wenn ich manchmal sehe, dass irgendwelche Kräuter verwelken, dann lege ich sie einfach zum Trocknen auf ein Blech. Und diese getrockneten Kräuter verwende ich dann im Mangal als Geschmacksverstärker. Die Kohlen geben ja selber keinen besonderen Geruch ab, verstehen Sie? Wenn die Kohlen selber ein Aroma enthielten, wenn es zum Beispiel Kohlen von einem Obstbaum wären, dann wäre das etwas anderes. Aber hier habe ich ganz gewöhnliche Kohle. Wenn die Kohle manchmal zu stark brennt, bildet das Schaschlik sehr schnell eine braune Kruste. In diesem Fall kann man das Fleisch einfach mit dem Finger berühren. Wenn es elastisch geworden ist und dem Fingerdruck Widerstand leistet, bedeutet dies, dass es innen schon gar ist. Die Garreife bestimmen können wir jedoch auch mit technischen Hilfsmitteln. Ich habe beispielsweise hier so ein kleines Thermometer, mit dem ich in ein Stück Fleisch steche. Wenn man Steaks brät, benennt man verschiedene Garzustände. Man spricht vom blutigen, vom halb durchgebratenen rosafarbenen und vom durchgebratenen Fleisch. Schaschlik erfordert jedoch fast die volle Garreife des Fleisches. Jetzt hat die Temperatur unseres Fleisches im Inneren jedes Stückes annähernd 58 oder sogar fast 60 Grad erreicht. Und das ist mehr als ausreichend. Das Schaschlik ist fertig. Jetzt bleibt nur noch, es schön und richtig zu servieren. Richtig ist, Schaschlik mit einer großen Menge Gemüse zu reichen. Das ist nützlich für die Verdauung. Und unser Organismus braucht die Vitamine und schließlich nicht so sehr die Fette und Eiweiße im Fleisch. Fleisch hatte ich 1,5 Kilo. Und jetzt reiche ich es mit genauso viel frischen Kräutern und mit genauso viel Gemüse. Unverzichtbar ist auch weißes Brot. Wissen Sie, usbekisches Fladenbrot oder aserbaidschanisches aus dem Holzkohleofen, Lavash, in Gottes Namen einfach irgendein weiches Brot, in das man diese frischen Kräuter und das Fleisch einwickeln kann. Man kann auch Obstsoßen hinzugeben. Viele gebrauchen zum Schaschlik Tomatensoßen. Vielleicht ist das gut, ich weiß nicht, vielleicht gefällt das wem. Ich persönlich bevorzuge jedoch Obstsoßen. Jetzt sind sie auch in Supermärkten erhältlich. Manchmal werden auch auf dem Markt Soßen aus Quitte, Granatapfel oder Kornelkirsche angeboten. Sie sind alle unwahrscheinlich köstlich und schmecken zusammen mit dem Schaschlik einfach fantastisch. Aber die frischen Kräuter lege ich unter das Schaschlik. Schauen Sie. Kaum habe ich die Fleischspieße hier vorübergehend abgelegt, wie viel Fleischsaft da schon heruntergetropft ist. Dieser Fleischsaft, das ist doch das, weshalb wir das Fleisch überhaupt essen. Und wenn ich das Fleisch einfach nur auf einen Teller lege, tropft dieser Saft auf den Tellerboden und wer wird denn dann mitessen? Wenn man aber die Kräuter mit diesem Saft tränkt, dann ist das sehr gesund. So, dann ist also unser Schaschlik servierbereit. Hören Sie, ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas Schöneres im Leben gibt, als an einem freien Tag Freunde, Gäste und die ganze Familie um sich zu sammeln, Schaschlik zuzubereiten und dieses bemerkenswerte Gericht zu Tisch zu reichen. Verbunden mit dem herzlichen Wunsch, guten Appetit!